Hallo zusammen, in diesem Video zeige ich euch die Wiesenquelle und im Nachhinein auch den Wiesentalradweg, den ich fahren werde. Viel Spaß dabei! Ja, ich stehe gerade an der Wiesenquelle, habe aber ein bisschen gesündigt, bin mit dem Bus hier hochgefahren, Fahrrad und Camper stehen unten am Campingplatz. Hier bei dem Campingplatz, da gab es direkt eine Fahrkarte mit dabei. Und dann habe ich gesagt, nee, komm, fährst du mit dem Bus hier hoch. Da brauchst du das nicht antun, die ganzen Höhenmeter mit dem Fahrrad und dem Camper. Ein paar Filmszenen von der Busfahrt, wie ich hier hochgefahren bin, werde ich euch gleich mal einblenden. Ich habe mich gerade quer durch den Schwarzwald gekämpft. Ich weiß gar nicht, wie viele Kilometer, 40 oder 50 Kilometer, nur bergauf. Aber hat jetzt einen Vorteil, jetzt geht es bergab. Ich bin gerade auf dem Wiesentalradweg. Ja, ich kann euch gerade gar nicht sagen, wo ich gestartet bin. Werde ich euch hier irgendwo einblenden. Hab den Ort vergessen. Auf jeden Fall wird das Video auf jeden Fall was länger. Es ist nämlich eine super schöne Gegend hier. Ich bin ja gerade schon hier hochgefahren. Über mehrere Stunden. Einfach nur traumhafter Schwarzwald. Aber werdet ihr jetzt selber sehen. Die ganze Zeit nur am Rollen. So muss das sein. Da macht Fahrradfahren Spaß. Mittlerweile schon 21 km/h drauf. Passt. Aber kommt nachher auch irgendwie so ein Berg, der nochmal nach oben geht. Hatte auch eben einen Hügel gehabt, wo ich schieben musste. Da bin ich durch den Ast. War nicht asphaltiert, sondern dieser Schotterweg hier. Und da ging gar nichts mehr. Aber Mordsgaudi hier.
Ja, hier muss ich gerade hochschieben. Da bin ich nicht hochgekommen. Und hier musste ich auf dem Hinweg hochschieben. Da machen meine Schwalbe-Marathonreifen nicht mit bei dem Bodenbelag hier. Ich habe zwar noch alles, was ich an Getränken habe, in die Satteltaschen hinten reingepackt, dass so viel Gewicht wie möglich hier auf dem Hinterrad ist, aber bringt nichts. Hier drehen meine Räder durch. Jetzt würde ich sagen, Abfahrt! Ja, es wird windiger hier. Man kriegt aber schön km/h da drauf, aber bei 20 km/h, 25 km/h muss ich abbremsen. Bei dem Gewicht, was ich hinten dran habe und an die Schotterpiste, da kann man nicht schneller fahren. Der ist schön asphaltiert, da könnte man noch was schneller fahren, aber so fahren wir schön vorsichtig, so muss das sein. Ja, ist das nicht schön hier? Also mir gefällt der Schwarzwald richtig gut, wenn man nicht gerade den Berg hochfahren muss. Aber ansonsten so richtig schön mit den Bergen, viel Grün, gefällt mir echt.
Ein Nachteil hat das hier. Es sind einfach zu viele Bänke hier, die einladen, um eine Pause zu machen.
Das ist ein Paradies hier. Zum Fahren her, mit dem Trike, manchmal so ein bisschen ungemütlich. Durch die Beschaffenheit vom Boden. Aber landschaftlich einfach nur ein Traum. Also wenn ihr mal in der Ecke seid, fahrt auf jeden Fall mal hier lang. Es lohnt sich. Moin Moin, der Camper ist schon gepackt, heute Morgen noch schnell einen Kaffee getrunken, die Sonne ist draußen, perfektes Wetter, ab Richtung Basel. Stuck in repeating.
Ja, hier in der Mündung werde ich das Video auch beenden. Es war sehr schön. Wenn ihr mal an der Ecke seid vom Schwarzwald oder Basel, müsst ihr auf jeden Fall mal die Wiese abfahren. Traumhaft schön. Echt zum Empfehlen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.